Olaf Strübing, meinem Kollegen Olaf Strübing das Wort erteilen, um mit den ersten beiden Schulungsfolien zu beginnen. Die ersten zwei Folien sind Sarahs Folien. Genau, also ich übernehme dann gerne. Entschuldigen Sie bitte. Mach nicht, alles gut. Genau, also die heutige Schulung heißt das Chancenaufenthaltsrecht, aber in das Paket mit Chancenaufenthaltsrecht waren auch Neuerungen zu 25a und B mit dabei. Ich werde jetzt mit dem Paragraphen 104c, also das Chancenaufenthaltsrecht, anfangen und dann übernimmt mein Kollege Olaf Strübing mit 25a und B. Genau. Wir wissen ja, seit Anfang des Jahres ist das Chancenaufenthaltsrecht in Kraft getreten. Diese Regelung kann man finden unter Paragraph 104c im Ausländerrechtbuch und Aufenthaltsgesetz. Diese Regelung ist eine Sollregelung, also eingeschränkte Ermessen der Behörde und sagt, dass das Chancenaufenthaltsrecht nach Paragraph 104c soll erteilt werden, wenn die Voraussetzungen vorliegen und wenn keine Versagungsgründe vorhanden sind. Also zu den Erteilungsvoraussetzungen gehören zum Beispiel, dass die Person, die diese Aufenthaltserlaubnis beantragt, zum Stichtag 31.10.2022, also Ende Oktober letzten Jahres, seit mindestens 5 Jahren in Deutschland sich aufhält. Die Person muss zu Zeitpunkt der Beantragung faktisch geduldet sein, muss sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen. Und man fragt sich vielleicht, okay, welche Zeiten gehören dann zu den gültigen Aufenthaltszeiten, zu diesen 5 Jahren Voraufenthaltszeiten? Dazu werden die Zeiten mit einer Duldung, also auch mit einer sogenannten Duldungsleit oder einer Duldung nach Paragraph 60b Aufenthaltsgesetz mit angerechnet, aber auch wenn die Person in diese Zeiten eine Gestattung hatte oder auch eine Aufenthaltserlaubnis. Das bedeutet geduldete Zeiten, Zeiten mit einer Gestattung und oder Aufenthaltserlaubnis rechnen mit ein. Ich gehe kurz auf Erlasslage in Niedersachsen ein. Vielleicht sind viele aus Niedersachsen dabei. Der Erlass in Niedersachsen sagt, dass zu diesen Voraufenthaltszeiten auch Zeiten mit einer ausländerbehördlichen Bescheinigung oder einer Grenzübertrittsbescheinigung, sogenannte GÜB, mit eingerechnet werden. Grundsätzlich zählen zu den Versagungsgründen zum Beispiel Straftaten, also vorsätzliche Straftaten, die zu mehr als 50 Tagessätze geführt haben oder 90 Tagessätze, wenn es um Straftaten nach Asyl- oder Aufenthaltsrecht geht, Verurteilungen nach dem Jugendstrafrecht sind auch ein Versagungsgrund, außer Jugendstrafe. Nee, es tut mir leid. Also Jugendstrafe ist ein Versagungsgrund, aber dann Verurteilungen nach dem Jugendstrafrecht bleiben außer Betracht. Dieses Chancenaufenthaltsrecht wird auch erteilt, wenn die Personen also in der Zeit keine falschen Angaben zu Identität oder Staatsangehörigkeit gemacht haben, wodurch eine Abschiebung verhindert wird, also aktuell verhindert wird. Familienangehörige der begünstigten Person können auch von dieser Regelung profitieren, wenn sie die Erteilungsvoraussetzungen erfüllen, also Straffreiheit und Bekennung zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Aber die müssen nicht die 5 Jahre Voraufenthaltszeiten unbedingt erfüllen. Das bedeutet, die können sich auch schon ein bisschen kürzer hier aufgehalten haben.
Zu Familienangehörigen gehören Ehe- oder LebenspartnerInnen und ledige Kinder, die gerade minderjährig sind, oder bei die Kinder, die jetzt ledig sind und bei der Einreise minderjährig waren. Genau, also ganz wichtig zu Einzelheiten und Einzelfälle, Ländererlasse und gegebenenfalls andere Regelungen sind zu beachten. Wenn Sie Fragen haben, Sie können auch zwischendurch diese Fragen stellen. Okay, wie läuft es dann? Die Personen, die teilweise von den Ausländerbehörden benachrichtigt worden sind, beantragen das Chancenaufenthaltsrecht. Und wenn es keine Versagungsgründe vorhanden sind, wird die Aufenthaltserlaubnis für 18 Monate erteilt. Das ist eine einmalige Regelung. Das bedeutet, die Aufenthaltserlaubnis ist nicht verlängerbar und kann bis spätestens Ende Dezember 2025 beantragt werden. Die Regelung Chancenaufenthaltsrecht tritt Ende Dezember 2025 außer Kraft. Also eigentlich Anfang Januar, also 1.1.26. Aber ganz wichtig, sich zu merken, bis Ende Dezember 25 kann beantragt werden. Wenn die Person erstmal das Chancenaufenthaltsrecht bekommen hat, kann entweder anschließend oder während der 18 Monate Aufenthaltserlaubnis nach Paragraph 25a oder 25b erteilt werden, also beantragt und erteilt werden. Daher ist ganz, ganz wichtig, dass die Menschen, die im Besitz dieser Aufenthaltserlaubnis sind, die Zeiten, die 18 Monate nutzen, um die Voraussetzungen für die Erteilung von 25a und b zu erfüllen. Sollte das nicht gelingen in dieser Zeit, also derzeitige Gesetzlage gibt vor, dass die Person dann wieder ausreisepflichtig wird. Es gibt halt verschiedene Austausche mit dem niedersächsischen Innenministerium unsererseits, dass wir versuchen zu klären, ob es zum Beispiel möglich wäre, dass die Person, die aus dem Chancenaufenthaltsrecht heraus 25a oder b beantragt hat, aber aus Gründen, die selber nicht zu vertreten hat, die Voraussetzungen nicht erfüllen kann, ob die Person dann doch eine Funktionsbescheinigung bekommt, um nicht ausreisepflichtig zu werden, bis die Voraussetzungen erfüllt sind. Ein Grund, den man selber nicht vertreten kann, zum Beispiel, wenn die Wartezeiten für einen Sprachkurs zu lange sind, oder halt auch andere Gründe. Wenn man dann ein Chancenaufenthaltsrecht nach § 104c bekommen hat, wird Erwerbstätigkeit gestattet sein. Das bedeutet, sowohl selbstständige als auch nicht selbstständige Tätigkeiten sind erlaubt. Und wenn dann Lebensunterhaltssicherung nachgewiesen werden kann und die Person dann nicht mehr auf Sozialleistungen, also auf Leistungen vom Jobcenter angewiesen sind, wird auch die Wohnsitzauflage gestrichen werden können auf Antrag. Ganz wichtig zu beachten, dass Familiennachzug und Einbürgerung aus § 104c nicht möglich sind. Das war ganz kurz. Wir kommen zum Ende des ersten Teiles, zum Chancen, also zu § 104c. Wenn Sie Fragen haben, dann gerne. Genau, Sie können sich melden oder auch jetzt reinsprechen, solange es noch so ruhig ist, oder den Chat benutzen. Dann versuche ich. Gäbe, genau. Ich glaube, ich muss das mal so machen. Können Sie mich verstehen? Ja. Ja, prima. Ich habe eine Frage, gerade mehrere Fälle mit 104c. Können dann zum Beispiel die Ehefrau und die Kinder auch diesen Aufenthaltstitel kriegen oder betrifft das nur die Person selbst? Die Ehefrau und Kinder können diesen Aufenthaltsrecht auch auf Antrag kriegen, wenn sie die Erteilungsvoraussetzungen erfüllen. Also wenn sie die Straffreiheit nachweisen können und wenn sie sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung
bekennen. Die müssen aber nicht unbedingt Ende Oktober 2022 seit 5 Jahren in Deutschland gewesen sein. Und sie müssen auch nicht ihren Lebensunterhalt selber verdienen? Nee. Gut, weil viele Mütter mit kleinen Kindern können das halt einfach gar nicht, weil die Betreuung der Kinder nicht gewährleistet ist und auch die Sprachvoraussetzungen nicht da sind. Genau, ganz wichtig ist halt, dass die Personen wissen, sie haben ja als Familie auch 18 Monate Zeit, um am Ende die Voraussetzungen für 25a und b zu erfüllen. Das bedeutet, am Ende der 18 Monate oder währenddessen dann die Lebensunterhaltssicherung, die am Ende wichtig ist für 25b zum Beispiel, muss dann erreicht worden sein. Ja, aber die muss für die ganze Familie erreicht werden, egal wer sie erreicht von den beiden genau, Eltern. Dann zu 51%. Gut, danke schön. Frau ja. Amler? Hallo, ich habe eine Frage zu dem Stichtag. Was ist denn mit Menschen, die erst nach diesem Stichtag 5 Jahre sich aufhalten in Deutschland? Gibt es da irgendeine Kulanzregelung? Leider nicht. Also derzeit, die Rückmeldung, die wir auch vom Innenministerium und von verschiedenen Ausländerbehörden bekommen, ist, dass die zwei Gründe, warum das Chancenaufenthaltsrecht nicht erteilt wird, sind einmal Straftaten oder fehlende Voraufenthaltszeiten. Das bedeutet, nach dem Stichtag, wenn die Menschen die 5 Jahre erfüllen, können sie von dieser Regelung nicht begünstigt werden. Ich habe noch eine zweite, Dankeschön. Ich habe noch eine zweite Frage zu diesen nicht zu vertretenden Gründen, warum man zum Beispiel jetzt nicht einen Sprachkurs machen konnte. Sind denn Sprachschulen dazu verpflichtet, dass sie eine Bescheinigung ausstellen? Eine Person hat sich mehrfach versucht anzumelden, aber kommt nicht in einen Kurs rein? Oder wie wird das gemacht? Nein, sie sind nicht verpflichtet. Sie sind nicht verpflichtet. Also derzeit das, was wir für die Beratungspraxis vorschlagen, man hat ja bis Ende 25, also 2025 Zeit, das Chancenaufenthaltsrecht zu beantragen. Was wir für die Beratungspraxis erstmal vorschlagen, weil noch die Fiktionssituation mit dem Innenministerium nicht geklärt ist, ist versuchen einzuschätzen, wie lange die Person braucht, um realistisch gesehen die Voraussetzungen für 25a oder b zu erfüllen. Wenn die Person sich jetzt zum Beispiel beim Integrationskurs oder Sprachkursen auf Warteliste gesetzt hat und bekommt erstmal in 6 Monaten oder 1 Jahr voraussichtlich einen Platz, dann ist es jetzt vielleicht doch zu früh, um diese zu beantragen, um Chancenaufenthaltsrecht zu beantragen. Man kann es schon ein bisschen später dann erst beantragen, um die Chancen wirklich realistischer zu haben, um die Voraussetzungen für 25a und b am Ende erfüllen zu können. Danke. Ich würde da noch ergänzen, also es kann ja grundsätzlich weiterhelfen, wenn man sich jetzt halt für einen Sprachkurs anmeldet und man erst in 9 Monaten Platz bekommt. Also wenn man das irgendwie schriftlich vorliegen hat, dann sollte man diese Dinge schriftlich sammeln, damit man auch belegen kann, ja, ich kann nichts dafür, dass das alles so lange gedauert hat. Deswegen all diese Dinge, diese Verzögerungen, die auch nicht die eigene Schuld sind, dann schriftlich wirklich sammeln, damit man dann für spätere Argumentationen was an der Hand hat. Genau, es könnte auch helfen, wenn die Sprachschulen jetzt keine schriftlichen Weise geben, dass man selber alles mit Datum und Uhrzeit und wo und wer war dabei, alles protokolliert, vorsichtshalber. Ja. Evo, du hattest dich gemeldet. Ja, ich habe mal eine Frage zum Familiennachzug. Sobald man den Aufenthaltstitel hat, kann man seine Familie doch wieder herholen. Wieso wurde eben gesagt, dass das nicht geht? Mit Paragraph 104c ist Familiennachzug nicht möglich. Das ist auch genauso im Gesetzestext vorhanden. Weil das ist, das nennt die Gesetzgebung auch Aufenthaltserlaubnis auf Probe. Das bedeutet, dass das dann nicht einige Regelungen beinhaltet. Aber gilt das für jeden, der einen Aufenthaltstitel bekommt? Gilt für jede Person, die einen Aufenthaltstitel nach Paragraph 114 bekommt. Entschuldigung.
Okay, alles klar, dann wissen wir Bescheid. Danke. Frau Thalé? Ja, hallo. Ich hätte eine Frage oder Ergänzung. Ich hatte nämlich jemanden bei mir, der den Antrag gestellt hatte auf das Chancenaufenthaltsgesetz und der hatte aber leider Straftaten. Und die waren aber irgendwie, es waren mehr als 50 Tagessätze, aber die waren schon getilgt quasi und er konnte das auch nachweisen. Und dann ist das anscheinend auch möglich, trotzdem das Chancenaufenthaltsrecht zu beantragen, weil dann quasi die Rückmeldung von der Ausländerbehörde kam, dass sie das und das, also dass das vorliegt und wir deshalb ablehnen, außer sie können nachweisen, dass sie sich da quasi, dass sie das getilgt haben, ihre Schuld und das eine gewisse Zeit, ich glaube, es waren, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall gab es diese Möglichkeit, wir haben das dann nachgewiesen, hingeschickt und ich habe jetzt aber noch keine Rückmeldung. Wissen Sie was dazu? Also ob das irgendwo steht? Weil das war jetzt ein Brief von der Ausländerbehörde, aber worauf man sich da berufen könnte? So wie ich das im Kopf habe, Straftaten, die getilgt und verjährt sind, bleiben außer Betracht, aber vielleicht Olaf konnte da genau den Text oder die Stelle nennen, wo man das nachschauen könnte. Also beim Chancenaufenthaltsrecht kann ich es gerade nicht sagen, aber das ist ein Grundsatz. Also wenn Straftaten getilgt sind, es gibt ja Fristen von 15, 15 und 20 Jahren längstenfalls, dann dürfen diese Straftaten nicht mehr sich negativ auswirken. Also ich weiß, im 25a und im 25b Erlass habe ich es heute nochmal nachgelesen. Da steht es dann auch explizit drin und das ist auch nicht verwunderlich. Und bei 104c wird es wahrscheinlich auch in Anwendungshinweisen des BMI stehen, aber habe ich jetzt gerade nicht genau vor Augen. Also wenn, dann dort. Aber ja, das ist unkritisch, also das ist wirklich unstrittig. Ja, okay, super, danke. Und dann hätte ich noch eine Frage. Sie hatten gerade noch ergänzt, dass auf Antrag so eine Wohnsitz, also so eine freie Wohnsitzgestattung gestellt werden. Welcher Antrag ist das denn oder wie geht man da vor? Genau, also wenn die Person arbeitet und den Lebensunterhalt selber vollständig sichert und auf Chancenaufenthaltsrecht auf die Karte immer noch eine Wohnsitzauflage steht, kann man beantragen, dass diese Wohnsitzauflage aufgehoben wird. Diese sind auch in Erlass vorhanden. Ich werde den Link zum Erlass auch gleich im Chat stellen. Ah, super, danke. Ja. Frau Büchse. Dankeschön. Ja, ich habe nochmal eine Frage zu Grundsätzlichem. Ich habe den Anfang jetzt nicht mitbekommen, weil ich mich nicht einwählen konnte, weil das schon gesagt wurde, tut es mir leid. Zum richtigen Zeitpunkt für diesen Antrag, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch viele, ich habe einige Personen, die kommen halt aus Staaten, die grundsätzlich gar kein Anrecht, also gar kein Recht darauf haben, an diesem Sprachkurs teilzunehmen und die wurden jetzt auch abgewiesen, weil sie eben nicht aus bestimmten Ländern kommen, ne? Wie zum Beispiel Syrien und so weiter. Wenn die das schon beantragt haben, dann bekommen sie sicherlich irgendwas ausgestellt. Also sie bekommen ja diesen ich habe das nicht verstanden, sie bekommen diesen Aufenthalt nach Paragraph 25a und b, die bekommen den nicht erst nach 18 Monaten, richtig? Die bekommen den ja sofort und dann wird festgestellt, ob sie ihn behalten dürfen oder wie ist das? Also es läuft so, die Menschen, die geduldet sind, beantragen die Aufenthaltserlaubnis nach Paragraph 104c und die bleiben aber erst einmal in der Duldung bis zum Zeitpunkt der Erteilung. Und dann bekommen die ja eine Rückmeldung von der Ausländerbehörde, ob die Erteilung abgelehnt oder zugestimmt wird. Und bei der Zustimmung wird dann eine Karte ausgestellt. Okay, also sprich, wenn ihr zum Beispiel aus bestimmten afrikanischen Staaten kommen, dann würden die ja weiterhin gar nicht an den Kursen teilnehmen dürfen. Also die werden ja gar nicht angenommen. Also laut neue Rechtslage dürfen ja alle an Kurse teilnehmen im Rahmen von freien Plätzen. Okay. Das bedeutet, wenn die Person sich schon auf der Warteliste gesetzt hat und eine Platzzusage bekommen hat, dann kann doch auch mit einer Duldung an den Kursen teilnehmen. Bekommen die trotzdem irgendwie von der Ausländerbehörde irgendeine Bescheinigung oder irgendwas ausgestellt, dass sie diesen Antrag gestellt haben und da jetzt im Machen sind sozusagen? Derzeit denke ich erstmal nicht. Also ich kenne es von aus Niedersachsen, dass die Menschen sich dann über einen Link anmelden und erstmal keine Rückmeldung bekommen, dass sie die Beantragung beantragt haben. Und bis die dann einen Brief von der Ausländerbehörde bekommen mit einer Rückmeldung,
ob es weitere Dokumente nachgereicht werden müssen, ob es eine Ablehnung oder Zustimmung gibt. Okay, danke schön. Ja. Ebu, du hast noch eine Nachfrage? Ja, ich wollte mal fragen, was ist denn der Unterschied zwischen Paragraph A und B? 25 A und B. Darauf gehe ich gleich ein. Also, genau, die Zielgruppen, die Zeiten, aber auch weitere Voraussetzungen. Herr Strüben geht gleich drauf ein. Okay, danke. Genau. Und ich wollte noch was ergänzen zu der Frage zum Thema Familiennachzug. Also Frau Lessern und ich können dazu nicht sehr viel sagen, weil wir nicht darauf spezialisiert sind, aber wir können gerade die Struktur ein wenig wiedergeben. Also es ist so, dass Familiennachzug bei 100 zu Menschen, die 104c innehaben, nicht möglich ist. Und Familiennachzug bezieht sich nur auf den engsten Familienkreis, also Ehepartner und minderjährige ledige Kinder. Also wenn es verheiratete minderjährige Kinder wären, dann wird es auch wieder problematisch. Aber nur auf diesen Kreis bezieht sich der Begriff Familiennachzug. Und es ist halt so, dass wenn man dann halt in 25a oder b einmündet beispielsweise, worum es ja gleich bei mir gehen wird, wenn das der Fall ist, dann wird Familiennachzug möglich, aber eben nur aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen. Das steht so im Gesetzestext. Ich kann dazu nichts Konkreteres sagen. Ich kann nur sagen, dass diese Voraussetzungen unheimlich schwer zu erfüllen sind in der Praxis. Genau, das wollte ich jetzt nur noch mal ergänzen. Gut, dann hat Frau Talley zum Schluss noch mal eine Nachfrage in dieser Runde. Ja, ich hätte eine Frage bezüglich der Freizügigkeit oder der Reisefreiheit. Also ich hatte da auch schon Klienten mit 104c drauf auf der Aufenthaltskarte, also mit dieser Aufenthaltserlaubnis quasi. Und der hatte die Frage, ob er dann jetzt auch wirklich ohne Probleme in Urlaub fahren kann und zurückkommen kann. Und ich habe dann auch mal gesucht. Ich dachte jetzt ja, aber ich bin mir gar nicht so sicher jetzt so, wenn Sie jetzt auch sagen mit diesem mit der Wohnsitzauflage und so. Aber eigentlich ist das doch gerade das Gute an diesem 104c, oder? Genau, also die Wohnsitzauflage gibt ja vor, wo die Person den Wohnsitz zu nehmen hat. Mhm. Aber wie alle anderen Aufenthaltserlaubnisse kann man, wenn ein Pass vorliegt mit 104c, auch reisen. Hauptsache, wenn man wieder zurückkommen möchte, ist die Aufenthaltskarte immer noch gültig. Naja, genau. Danke. Ja. Vielleicht ergänzend dazu, man sollte dann darauf achten, dass man nicht länger als 6 Monate außerhalb von Deutschland ist. Denn wenn man länger als 6 Monate im Ausland wäre, dann würde nämlich die Aufenthaltserlaubnis nach 104c auch erlöschen. Und ich glaube, der große Haken an der Sache ist, was meine Kollegin gerade schon gesagt hat, man braucht halt einen Pass. Ne? Also mit Pass kann ich dann verreisen, wenn ich 104c habe. Aber wenn ich keinen Pass habe, kann ich das halt nicht. Ne? Das heißt, für Reisefreiheit wäre eben der vorliegende Pass dann eine Voraussetzung. Und wie wir auch aus der Beratung wissen, kann das eben das große Problem sein. Okay, dann schlage ich vor, Olaf, dass du mit dem zweiten Teil erstmal weiterfährst. Ja. Ach so, war ganz kurz im Chat gibt es noch die Frage. Ich sehe es. Ich lese die Frage mal vor. Ja. Kann auch von einer Ausbildungsduldung aus der Aufenthalt nach dem Chancenaufenthaltsgesetz beantragt werden? Ja, kann es. Das ist möglich. Also man kann aus jeder Duldung heraus, auch aus der Ausbildungsduldung heraus, kann man in das Chancenaufenthaltsrecht einmünden, auch aus der Duldung Leid heraus, wenn man halt diese Voraussetzungen erfüllt, die Frau Lessern gerade eben vorgestellt hat. Das ist auch aus der Ausbildungsduldung heraus möglich. Genau. Und dann, ich sehe mich selbst nicht, ich will noch eine Sache ergänzen, die vielleicht ganz interessant ist. In einem Gespräch mit dem Innenministerium, da am 12. April, das ist schon über einen Monat her, das heißt, die Zahlen sind schon ein bisschen älter, aber sind trotzdem interessant, da hatten wir ein Gespräch mit dem Innenministerium zum Chancenaufenthaltsrecht und andere Themen. Und da hatte uns das Innenministerium Zahlen kommuniziert, die zu dem Zeitpunkt vorlagen. Also am 12. April hatten knapp 4.500 Menschen in Niedersachsen das Chancenaufenthaltsrecht beantragt. Davon haben gut 1.500 haben das Chancenaufenthaltsrecht bekommen. Da wurden die Anträge positiv bewilligt. Und bei knapp 200 wurde der Antrag abgelehnt. Und die zwei Hauptgründe, warum die Anträge abgelehnt wurden, waren, dass die 5 Jahre Voraufenthaltszeit
eben nicht erfüllt waren. Zum Beispiel vielleicht auch deswegen, weil Menschen im Dublin-Verfahren untergetaucht sind. Und dann, wenn sie dann länger als 3 Monate insgesamt untergetaucht sind, dann können sie eben das Chancenaufenthaltsrecht nicht mehr bekommen. Also das ist dann in der Praxis so ein Problem. Menschen haben im Dublin-Verfahren Angst, tauchen unter. Und wenn das länger als 3 Monate ist, dann können sie das Chancenaufenthaltsrecht nicht mehr bekommen. Und der zweite Grund waren eben Straftaten. Ja, da gibt es ja diese Bagatellgrenze, 50 beziehungsweise 90 Tagessätze. Und wenn dann die Straftatbestände höher sind, dann schließt das eben auch die Menschen aus vom Chancenaufenthaltsrecht. Genau, das wollte ich noch ergänzen. Und jetzt werde ich mal den Bildschirm teilen. Einen Moment, weil ich ja in der PowerPoint dann weitermache. So. So ist zu sehen, ne? Gut, jetzt will ich hier diesen Balken noch wegmachen, die stören mich. Aber uns nicht, alles gut. Okay, gut, dann mache ich jetzt mal weiter, weil zwischendrin wurde schon mal die Frage gestellt, was eigentlich der Unterschied zwischen 25a und b ist und was das Ganze überhaupt soll. Also die Struktur dieser ganzen Regelung, die Frau Lessern und ich jetzt hier vorstellen, ist eben die. Zunächst mal müssen nicht so schwere Voraussetzungen erfüllt werden, damit man das Chancenaufenthaltsrecht bekommt. Das hatte Frau Lessern ja eben vorgestellt. Und die Struktur ist eben weiterhin so, dass man dann eben, wenn man das Chancenaufenthaltsrecht bekommen hat, 18 Monate, also 1,5 Jahre Zeit hat, um die Voraussetzung zu erfüllen, entweder für die Aufenthaltserlaubnis 25a, die da heißt, Aufenthaltserlaubnis für gut integrierte Jugendliche und Volljährige, oder eben die Aufenthaltserlaubnis nach 25b, das ist die Aufenthaltserlaubnis bei nachhaltiger Integration. Die richtet sich dann eben vor allem an Erwachsene, während sich diese Regelung hier an Jugendliche und auch junge Erwachsene errichtet. Genau, und jetzt will ich hier etwas genauer auf die Voraussetzungen eingehen, weil sich auch Dinge verändert haben zum 1. Januar. Und auf die Änderungen werde ich auch gleich eingehen. Okay, also diese Aufenthaltserlaubnis für gut integrierte Jugendliche und junge Volljährige, sie soll erteilt werden. Also das ist auch wieder so eine Regelerteilungsvoraussetzung, wie bei dem 104c auch. Soll also erteilt werden, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind. Es ist so, dass die Bundesregierung Änderungen vorgenommen hat. Also es gibt jetzt 2 Modelle, die man durchdenken muss. Das erste oder Option. Die erste Option ist halt die, wenn man eben aus dem Chancenaufenthaltsrecht nach 104c kommt, dann benötigt man keine 12 Monate Vorduldungszeit. Deswegen ist das Chancenaufenthaltsrecht auf jeden Fall zu bevorzugen. Wenn man aber den 25a bekommen möchte und man beispielsweise die Voraussetzung für den 104c gar nicht erfüllt, aber man eigentlich die Voraussetzung für den 25a trotzdem erfüllt, dann muss man jetzt aber zusätzlich 12 Monate Vorduldungszeit erfüllen, damit man den 25a bekommen kann. Also unabhängig vom Chancenaufenthaltsrecht braucht man dann 12 Monate Vorduldungszeit. Und der Hintergrund dieser Regelung ist eben der politische Hintergrund da ist, dass die Ausländerbehörden eben diese Zeit nutzen sollen, um Abschiebungen durchzuführen. Genau, das ist das, was nämlich eigentlich dahinter steckt. Und diese Regelung haben wir übrigens der FDP zu verdanken. Also weitere Voraussetzungen, die man erfüllen muss, sind die, man muss jetzt, das ist neu, man muss seit 3 Jahren ununterbrochen gestattet, geduldet oder mit Aufenthaltstitel sich in Deutschland aufhalten. Das waren vorher 4 Jahre, das wurde verkürzt auf 3 Jahre. Und hier werden eben alle Zeiten berücksichtigt. Also die Gestattung, Asylverfahren, die Duldung und oder irgendein Aufenthaltstitel. Diese Zeiträume können alle angerechnet werden. Und was hier dann auch vielleicht im Einzelfall nicht ganz unwichtig ist, dass wenn man aus dem Chancenaufenthaltsrecht kommt und dann in den 25a will, dann werden auch Zeiten der Duldung leid angerechnet. Die Duldung für Personen mit ungeklärter Identität. Wenn man aber unabhängig vom Chancenaufenthaltsrecht, also ich sage mal auf dem regulären Wege, in den 25a einmünden möchte, dann werden die Zeiträume nicht angerechnet, in denen man eine Duldung leid hatte. Also auch hier ist das Chancenaufenthaltsrecht ganz klar im Vorteil.
Da haben wir dann nur eben das Problem, dass diese Regelung ja 2025 auslaufen wird. Und wenn diese Regelung ohne Ersatz ausläuft, dann gelten eben die nachteiligeren Regelungen, weil es das Chancenaufenthaltsrecht dann ja nicht mehr gibt. Weiterhin muss man 3 Jahre erfolgreich eine Schule besuchen. Das wurde auch verkürzt von 4 auf 3 Jahre. Oder alternativ muss man halt einen Schul- oder Ausbildungsabschluss nachweisen. Auch dann, falls man keine 3 Jahre die Schule besucht haben sollte. Und diese Ausnahmeregelung ist auch neu. Von diesen Voraussetzungen wird abgesehen, wenn jemand krank ist oder behindert ist. Das ist auch neu. Das muss man natürlich dann über fachärztliche Stellungnahmen oder Gutachten oder Ähnliches nachweisen. Des Weiteren, das ist auch neu, kann der Antrag bis zum 27. Geburtstag gestellt werden. Also in der Vergangenheit war das bis zum 21. Geburtstag. Da wurde die Frist deutlich verlängert. Das war auch eine Forderung, die wir als Flüchtlingsrat in der Vergangenheit gestellt haben. Sollte bis zum 27. Geburtstag möglich sein. Also das bedeutet jetzt, weil es ein bisschen irreführend sein kann, solange man noch 26 Jahre alt ist, kann man den Antrag noch stellen. Wenn man aber 27 geworden ist, dann kann man den Antrag nicht mehr stellen. Also die 26 muss noch vorne stehen. Des Weiteren muss eine positive Integrationsprognose vorliegen. Also mit positiver Integrationsprognose ist eben gemeint, dass man voraussichtlich den Schulabschluss schaffen wird oder eben auch den Ausbildungsabschluss schaffen wird. Wenn die Ausländerbehörde prognostiziert, dass der Mensch es schaffen wird, dann kann man auch von einer positiven Integrationsprognose sprechen. Und wichtig wird hier, es wird auch betrachtet, der regelmäßige Schulbesuch. Dabei ist es wichtig, dass man möglichst keine oder nur ganz wenige unentschuldigte Fehltage hat. Denn unentschuldigte Fehltage können ein Problem sein. Dazu gibt es restriktive Rechtsprechung. Es dürfen nicht mehr als nur vereinzelte unentschuldigte Fehltage sein. Versetzungen in die nächste Klasse, im nächsten Jahrgang, müssen auch vorliegen. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass man 25a nicht mehr bekommen kann, wenn man ein Jahr mal wiederholt haben sollte in der Schule. Dann muss man sich den Einzelfall ansehen. Also dann der 25a-Erlass sagt dazu eben, da muss man sich in der Gesamtheit den Einzelfall ansehen. Und wenn trotzdem noch erwartet werden kann, dass der Schulabschluss erreicht wird, dann kann, obwohl jemand eine Klasse wiederholt hat, trotzdem noch von einer positiven Integrationsprognose ausgegangen werden. Genau, ansonsten wird auch das Arbeits- und Sozialverhalten berücksichtigt. Ja, ein weiterer Punkt. Also wichtig ist, dass man die Duldung nicht deswegen hat, dass man sich in Deutschland aufhält, weil man falsche Angaben über seine Identität oder Staatsangehörigkeit gemacht hat. Also dass man nicht über seine Identität getäuscht hat. Entscheidend ist hier bei 25a, dass es keine eigene Täuschung sein darf. Deswegen könnte das Wort eigene hier eigentlich auch noch blau markiert sein, weil es darauf ankommt. Denn die Täuschung der Eltern, wenn die dann tatsächlich getäuscht haben, darf dem Kind nicht zugerechnet werden. Es muss sich tatsächlich um eigene Identitätstäuschung handeln. Okay, eine Folie weiter. Ich habe gesehen, es gab einiges im Chat. Ich würde jetzt diese Folie erstmal zu Ende machen und dann können wir dann über die Fragen sprechen, die es zu 25a gibt. Aber ich mache hier erstmal diese Folie zu Ende. Ja, ja, Sarah beantwortet auch schon fleißig im Chat. Alles gut. Okay. Dann ein weiterer Punkt. Grundsätzlich muss auch, wenn man 25a bekommen möchte, der Lebensunterhalt voll gesichert sein, zu 100%. Allerdings gibt es da einige Ausnahmeregelungen und die zentrale Ausnahmeregelung ist eben die, wenn man sich in einer Ausbildung oder im Studium befindet, egal ob betriebliche oder schulische Ausbildung oder halt eben auch Studium, dann muss davon abgesehen werden. Ne? Dann wäre der Erhalt öffentlicher Leistung dann unschädlich, wie der Jurist sagen würde. Wenn man nicht mehr in Ausbildung oder Studium ist, dann muss grundsätzlich der Lebensunterhalt gesichert werden, zu 100%. Es sei denn, also es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, dass davon im Ermessen abgesehen werden kann, von der Lebensunterhaltssicherung. Also wenn Sie wissen wollen, wo das steht vorne in § 5, Absatz 3, Satz 2 im Aufenthaltsgesetz, das ist so ganz offen formuliert. Dafür muss es natürlich gute Gründe geben, dass dann davon abgesehen werden kann. Also grundsätzlich muss dann der Lebensunterhalt gesichert werden, wenn der junge Mensch mit der Ausbildung beispielsweise fertig ist.
Dann ein weiterer Punkt, der einem in unterschiedlichsten Zusammenhängen immer wieder über den Weg läuft, ist eine geklärte Identität. Wenn man aus dem 104c kommt und man in den 25a einmünden möchte, dann soll die geklärte Identität vorliegen. Das heißt in der Regel, ne, da haben wir wieder dieses berühmte Wort soll, regelmäßig soll die geklärte Identität vorliegen. Davon kann es dann aber die Ausnahme geben, wenn denn alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen worden sind und man trotzdem die geklärte Identität immer noch nicht hat, weil noch Identitätspapiere fehlen beispielsweise, dann kann hiervon auch im Ermessen abgesehen werden für die Erteilung von 25a. Das ist Option A, da kommen wir ja wieder aus dem Chancenaufenthaltsrecht. Wenn wir jetzt unabhängig vom Chancenaufenthaltsrecht in den 25a einmünden möchten, also aus der Duldung, wenn man aus der Duldung kommt, dann kann hiervon im Ermessen abgesehen werden. Das steht dann auch wieder in den Paragraphen 5 Absatz 3 Satz 2. Aber um das zu erreichen, muss wirklich schon sehr viel passiert sein. Das kann Jahre dauern. In der Praxis ist das außerordentlich schwierig, damit man eine Ausländerbehörde dazu kommt, dass sie von der Identitätsklärung absieht. Eine weitere Voraussetzung, grundsätzlich muss auch die Passpflicht erfüllt werden. Also geklärte Identität und Passvorlage sind ja im Grunde zwei unterschiedliche Voraussetzungen. Man kann die Identität ja theoretisch auch ohne Pass klären. Und zusätzlich muss jetzt eben auch neben der geklärten Identität die Passvorlage erfolgen. Und hiervon kann eben theoretisch auch im Ermessen abgesehen werden. Ja, gut, damit wäre ich dann mit 25a erstmal fertig. Ich weiß jetzt nicht, ob noch Fragen offen sind. Sind noch Fragen offen? Du bist stumm, Stefan? Eine Frage war noch, reicht für den Aufenthalt nach 25a auch 3 Jahre Willkommensklasse ohne Schulabschluss? Willkommensklasse. Also im 25a-Erlass ist aufgeführt, welche Schulen und Ausbildungsarten alle angerechnet werden quasi. Und es sind vor allem Schulabschlüsse nach dem niedersächsischen Schulgesetz. Genau, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und so weiter, Förderschule auch beispielsweise. Aber Willkommensklasse, das müsste ich jetzt nachsehen, also im 25a-Erlass. Meine Intuition sagt mir, dass das wohl nicht gilt, aber ich weiß es nicht genau. Müsste ich sonst nochmal nachsehen, kann ich gerade nicht aus dem Kopf sagen. Aber man kann es im Erlass jedenfalls nachlesen, was alles zählt. Ja, Erlass war verlinkt, gell? Ja. Frau Gelbe hatte meine Frage. Sie sind stumm. Ich höre Sie nicht. Entschuldigung, eben kurz zur Willkommensklasse. Normalerweise ist das so, dass die Schüler und Schülerinnen an einer Regelschule angemeldet werden und von dort freigestellt werden. Diese Willkommensklasse soll die Vorbereitung ja sein, damit die Menschen entweder dann in Ausbildung gehen oder direkt in die Regelschule überführt werden. Es kommt also darauf an, an welcher Regelschule sie angemeldet sind. Soweit kenne ich das. Aber zu meiner Frage, und zwar die Passbeschaffung. Es gibt ja nun Länder, aus denen es keine Pässe gibt. Im besten Falle kriegt man von der Botschaft dann ein Schreiben, dass sie keine Pässe ausstellen. Im schlechtesten Fall gibt es das eben nicht. Und das ist jetzt schon ein Problem an vielen Stellen. Meine Frage ist konkret bei dem 104c. Können die Menschen dann in die Botschaft gehen, was sie mit Duldung sich ja in der Regel nicht trauen? Mit Duldung ist man ja ohnehin passpflichtig und man gefährdet auch den Aufenthalt nicht, wenn man einen Pass beschafft. Das ist ein bisschen anders noch, als wenn man den blauen Flüchtlingspass hat beispielsweise. Ja. Denken Sie gerade an Afghanistan oder woran denken Sie? An welche Länder? An Afghanistan, ich denke an den Sudan, wo es eben in Belgien, die Botschaft in Belgien, die schreibt unterdessen, dass sie keine Pässe ausstellt, die sudanesische Botschaft in Belgien. Aus Deutschland haben wir diese Papiere noch nicht gesehen. Aber ich denke, bezüglich der Angst, in die Botschaft zu gehen, auch an Syrien zum Beispiel. Wobei die meisten Syrer haben einen Aufenthaltstitel, aber auch Iraker trauen sich häufig mit dem Aufenthaltstitel nicht in die Botschaft. Ja, das mit Syrien ist auf jeden Fall eine ganz schwierige Frage. Wenn es Sie interessiert, es gibt dazu eine Bundestags-
Drucksache. Also die Linkspartei hatte zahlreiche Fragen an die Bundesregierung gesendet über eine kleine Anfrage. Ja. Und die Bundesregierung hat diese zahlreichen Fragen beantwortet. Und die Kurzfassung ist, die Bundesregierung ist der Ansicht, dass es Syrern zumutbar ist, einen Pass zu beschaffen. Also zum Beispiel ist es ja auch für Syrer relevant, die subsidiären Schutz oder eine GFK-Anerkennung haben, die dann die Niederlassungserlaubnis oder Einbürgerung bekommen möchten. Da wird ja regelmäßig auch ein Pass verlangt. Und es ist halt so, die Bundesregierung ist halt der Ansicht, dass es zumutbar ist, den Syrern. Also die Preise sind zwar höher, ja, aber die Preise sind noch nicht unzumutbar hoch, sagt die Bundesregierung in dieser Antwort. Und das ist halt das Problem. Und wenn jetzt Syrer aber der Ansicht sind, also erstmal, dazu kann Sarah vielleicht gleich auch noch was sagen, also Syrer, also mit blauem Flüchtlingspass, die tatsächlich zur Botschaft fahren, um dann den Pass zu beschaffen, sind im Botschaftsgebäude nicht in Gefahr, dass ihnen da irgendwas passiert. Dieser Vorfall, dass Khashoggi, das war mal Saudi-Arabien, das war nicht Syrien, sondern Saudi-Arabien, also anderes Land. Und meines Wissens sind Syrer nicht in Gefahr, wenn sie sich in das Botschaftsgebäude in Berlin begeben. Das ist der eine Punkt. Und außerdem ist es auch so, dass wenn Syrer mit blauem Flüchtlingspass die Einbürgerung bekommen möchten, dadurch nicht den Status verlieren. Sie verlieren nicht ihre Anerkennung, wenn sie dahin fahren. Wenn es jetzt allerdings tatsächlich so ist, dass es für Syrer, einen Syrer unzumutbar ist, den Pass zu beschaffen, weil tatsächlich Gefahr droht, sagen wir Familienangehörigen im Heimatland beispielsweise. Wenn das tatsächlich der Fall ist, über so einen Botschaftsbesuch, diese Familienangehörigen im Heimatland in Gefahr gebracht werden, dann müsste der Syrer, sagen wir, mit subsidiärem Schutz vielleicht, der nicht den blauen Flüchtlingspass hat, der müsste es dann argumentieren, der müsste einen Reiseausweis, diesen grauen Reiseausweis für Ausländer müsste er beantragen und müsste in dem Antrag ausführlich begründen, warum es nicht zumutbar für ihn ist, einen Pass zu beschaffen, wenn es um die Einbürgerung oder Niederlassungserlaubnis geht beispielsweise. Und wenn das gelingt, wenn dann wirklich dieser Syrer die Ausländerbehörde überzeugen kann, es ist nicht zumutbar für ihn, den Pass zu beschaffen, dann würde er den grauen Reisepass bekommen. Und mit dem grauen Reisepass würde er der Passpflicht genügen. Ah ja, vielen Dank, das war nochmal sehr hilfreich. Und für 104c gibt es dann nach Ihrem Wissensstand für kein Land Gefahr, die eigene Botschaft zu besuchen. Für eine Passbeschaffung. Das kann man jetzt nicht so sagen. Also was heißt Gefahr? Was für eine Gefahr meinen Sie jetzt? Meinen Sie vom. Also es gibt eben tatsächlich in den Communities große Angst, die eigene Botschaft zu besuchen, wenn sie eine Duldung haben. Oder wenn Sie einen Aufenthaltstitel haben, nach humanitären Gründen. Angst wovor? Angst vor Repression des Heimatlandes oder Angst davor, den Staat zu verlieren? Also für die Angehörigen im Heimatland. Oder es gibt tatsächlich auch viele, die Angst haben, da nicht heile mehr rauszukommen. Oder ihren Aufenthaltstitel zu verlieren. Das sind die drei Gründe, die mir immer wieder genannt werden. Zu den mittleren, dass sie Angst haben, da nicht heile rauszukommen, da kann ich selber drauf antworten. Aber die andere Gefahr kann ich ganz, ganz schlecht bändigen. Also kann ich die Menschen schlecht von etwas anderem überzeugen. Na, ich meine zu der Gefahr, inwiefern man eigene Familienangehörige im Heimatland in Gefahr bringt, weil man die Botschaft betritt, dazu kann ich auch gar nichts sagen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das ist nicht so wirklich eine rechtliche Frage. Ich weiß nicht, ob Sarah was dazu sagen kann. Zu dem ersten Punkt, inwiefern man den eigenen Status gefährdet. Also kommt drauf an, ne? Also sagen wir, ein Syrer mit blauem Flüchtlingspass muss zur Botschaft, weil er in Deutschland eingebürgert werden möchte. Es werden ja immer mehr Syrer eingebürgert. Mhm. Und die brauchen aber regelmäßig einen Pass dafür. Und wenn die deswegen zur Botschaft fahren, um sich in Deutschland einbürgern zu lassen, ist die Kurzantwort, sie gefährden ihren Schutzstatus nicht. Ich will es jetzt hier nicht länger machen an der Stelle. Ich könnte es näher ausführen, aber das kann die ich nicht. Syrer haben wir ja auch in der Regel nicht für 104c. Aber zum Beispiel Sudanesen, überhaupt Afrikaner. Oder Georgier oder welche aus der Russischen Föderation? Ich fürchte, wir sprengen hier gerade den Rahmen. Also ich kann nur sagen, ob die sich selbst in Gefahr bringen oder Familienangehörige in Georgien, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Und ob sie sich selbst in Gefahr bringen. Ansonsten kann ich nur sagen, also für 104c braucht man ja auch keinen Pass. Also das ist ja keine Voraussetzung, dass man einen Pass für 104c vorlegt. Aber für 25a und b muss man einen Pass vorlegen. Ja, das ist ja die Folge nach 18 Monaten. Genau. Und da ist jetzt die Frage, dieser Punkt hier auf dieser Folie,
hier von der Passvorlage kann im Ermessen ja abgesehen werden. Ne? Das sagt das Recht, ja, das ist theoretisch also möglich. Aber ob davon abgesehen werden kann, ist dann ja die Frage, ob es zumutbar ist. Und es ist dann zumutbar, wenn man eben nicht eigene Familienangehörige in Gefahr bringt. Und ob man sie doch in Gefahr bringt, da stellt sich die Frage nach der Fallkonstellation, wie das jetzt hier bei dieser georgischen Familie A oder B ist. Ne? Das ist dann eine Einschätzung durch die Ausländerbehörde. Das muss man dann sehen. Grundsätzlich wäre das aber nochmal ein Hinweis, vielleicht oder auch gar eine Bitte an den Flüchtlingsrat, das nochmal zu konkretisieren mit der Politik, weil den Ermessensspielraum der Ausländerbehörden, die sind sehr weit gefasst oder sehr eng gefasst. Region Hannover, man manchmal das Gefühl, greift überhaupt nicht auf den Ermessensspielraum oder nur auf einen sehr negativen Ermessensspielraum zurück, gerade was die Passbeschaffung betrifft. Also damit möchte ich dann auch, ich möchte den Rahmen hier tatsächlich nicht sprengen, aber es ist ein ganz großes Thema. Passbeschaffung aus Ländern, die keine Pässe ausstellen und die Ausländerbehörden damit umgehen. Ja, wenn Pässe nicht ausgestellt werden, vielleicht ganz kurz noch Afghanistan, da ist es ja so, die Ausländerbehörden wissen, dass keine Pässe ausgestellt werden, wenn man in der Vergangenheit nicht schon mal einen Pass hier in Deutschland bekommen hat von der afghanischen Botschaft. Also Afghanen können auch ohne Pässe, können sie hier Dinge bekommen. Das nur nochmal so als Hinweis. Und ansonsten vielleicht nochmal ein anderer Hinweis. Also jeder Mensch, der sich in Deutschland aufhält, hat ein Recht auf fehlerfreie Ermessensausübung.